Morgen! Guten Morgen! Grüße von der Mosel. Wir sind beide unterwegs. Hier kommt gerade ein schönes Auto. Wir halten mal kurz nach vorne. So, und da sind wir jetzt wieder. Ja, unterwegs. Vorbei an Zell, da haben wir gerade entsorgt. Und jetzt geht es weiter nach Trabendrabach. Wetter ist bombastisch. Akkus haben wir gestern noch geladen von den Fahrrädern. Das heißt, wir können später noch mal Fahrrad fahren. Noch ein bisschen Farbe tanken. Stimmt, wir haben gestern ganz gut Farbe gekriegt. Ne? Knallrot. Naja, knallrot. Doch. Ich kann ja den Filter knallrot machen. Dann sind wir wirklich knallrot. Ja, jetzt suchen wir uns den Stellplatz irgendwo bei Trabendrabach. Die Silvia, die muss ein bisschen mehr Kraftsport machen, weil die hält jetzt gerade die Kamera so, falls ihr es nicht seht. Ist ja auch schwer, das ist hier so eine Fernsehkamera vom SWR, also hier so ein riesengroßes Gerät. Genau, mach hin. Na gut, bevor das, Silvia der Arm abfällt, sagen wir dann mal bis später. Bis Trabendrabach haben wir es nicht geschafft. Wir sind jetzt am Wohnmobilstellplatz in Kinheim. Direkt an der Mosel noch einen Stellplatz gefunden. Wir sind so nach der Abreisezeit gekommen, so gegen 11 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr waren wir da. Direkt nach unten am Moselufer einen Platz gefunden, gleich aufgebaut und erstmal das schöne Wetter genossen. Ja, super Blick auf die Mosel und auf dem Stellplatz. Wir bleiben jetzt so wahrscheinlich 2 Nächte für 10 Euro pro Nacht. Und werden dann von hier aus unsere Radtour in Richtung Trabendrabach. Ich glaube nicht. Muss ich einkriegen? Nee. Ich glaube, ich lege mich jetzt in den Schatten. Ich bin klar. Jetzt haben wir es um 1. In einer Stunde fahren wir eben mit dem Fahrrad umweg. Deswegen hole ich jetzt die Fahrräder raus. Okay, und dann nochmal. Ja? Just like a
Sieht doch gut aus, oder? Möchtest du was essen? Ja? Möchtest du was essen? Kannst du das Fähnchen setzen? Das kannst du doch mit dir. Hm? Oder? Ja. Was ist denn das Handeln? Wollen wir mal gucken, oder wollen wir? Ja? Willst du mal gucken, oder? Willst du weiterfahren? Das heißt? Bei mir ist egal. Oh, da hinten. Es geht gleich weiter. Und? Weiter? Nee, komm, dann fahren wir weiter. Ach, so viele Restaurants und Kaffeegärten und alles hat zu bzw. beschränkt. Das ist blöd. Das Hotel Vier Löwen links und rechts oben die Burg zu Trabach. Philou ist der King. Philou ist der King. Alle krachen, alle lachen so. Aha. Ja, und jetzt machen wir langsam so im Schritttempo, fahren wir durch Traben-Trarbach durch, schauen uns links und rechts alles an. Es war nicht allzu viel los, ist immer noch die Corona-Zeit, aber ja, so in die Wirtschaften reingehen war noch nicht so möglich, ohne zu testen bzw. getestet worden zu sein. Wir wollen uns jetzt aber auch nicht testen lassen diesbezüglich und sind dann halt weitergefahren und haben halt mal irgendwas auf die Hand gegessen, sind dann jetzt runter zum Mosel. Am Moselufer haben wir dann noch ein kleines bisschen Pause gemacht, Philou konnte sich mal die Füßchen vertreten, bevor es dann wieder zurückging in Richtung Kinheim auf den Wohnmobilstellplatz. Hier nochmal dann die Seite gewechselt
auf der Mosel und sind dann auf der anderen Seite von Trabendrabach noch ein kleines bisschen in die Ortschaft reingefahren. War aber nicht mehr so sehenswert und wie gesagt, dann ging es halt langsam zurück. Partyjugend, jetzt kommen sie. Du könntest deine Freundin sein, doch der warum der jetzt sein T-Shirt weggeschmissen hat und sie das auch fällt, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ist cool, man. Auf der Hintour noch vorbeigefahren und gezweifelt, auf der Rücktour doch noch stehen geblieben, ein Bier getrunken und eine Bratwurst gegessen und dann ging's weiter. Hier gibt's den Kröver Nacktarsch. Hier gibt's den Wein Kröver Nacktarsch. Hast du gesehen, oben rechts? Ja. Warum habe ich jetzt ein Bein weniger, sonst bin ich das gar nicht gefahren? Wollte ich doch nicht. Da war der letzte. Voll weg. Ja. Jawohl. Und jetzt. Es war wohl doch ein bisschen zu viel Sonne oder ein Schluck Bier zu viel. Was? Da unten stehen wir. Hallo, hallo. Silvia und Philo sind zu Hause geblieben, beziehungsweise am Wohnmobil. Und ich bin nochmal in die Weinberge und habe dann nochmal den Blick von oben auf Kinheim genossen. Thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running in circles, trying to catch my breath. Nothing left.
I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Nothing there.